Vielen Dank fürs Interview. Danke, ciao. Es hat ja noch nicht stattgefunden, also warte. Ja. Vielen Dank, dass ihr Zeit noch nehmt vor eurem Auftritt. Sehr gerne. Ihr habt es 2012 zusammengefunden, vor gut zwei Jahren. Wie erklärt ihr euch den kometenhaften Aufstieg in der modernen Volksmusik, wie ihr es bezeichnet, und auch im A Cappella-Bereich? Ja, der Aufstieg ist eigentlich so nicht erklärbar. Ich habe mich gerade beim Rasieren geschnitten und deswegen habe ich hier ein kleines es ging um den Aufstieg, richtig? Ja. Wir haben uns zusammengefunden in der WG von Julian und Michael und dann haben wir 9 Monate später, als wir gesungen haben, haben wir den Flashmob gemacht. Und dieser Flashmob, wir wollten eigentlich nur Musik für Leute machen, mit Leuten, und der hat so dermaßen eingeschlagen, dass da eine Lawine ins Rollen gekommen ist, die nicht mehr aufzuhalten war, zum Glück. Und modern, du hast es ja selbst gesagt. Also ich glaube, dass einfach Leute wie Andreas Gabalier, eine Helene Fischer das sehr salonfähig und jung gemacht haben, unser Genre. Und wir dürfen da mit dabei sein und dürfen auch was dazu beitragen, das zu revolutionieren. Und da freuen wir uns sehr. Perfekte Zeitpunkt. Schaut, das jetzt fleißig gearbeitet. Was bestimmt auch mit unserer Musik zusammenhängt, weil nämlich traditionelle Musik mit neuen Beats und eine neue Art von Musik vermixen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei jungen Leuten, glaube ich, auch so ist. Das ist bei jungen Leuten auch gut ankommt. Also das ist schon ein neuer Trend, glaube ich. Sehr fun. Ich bin clean. Ich Der Auftritt heute ist der Startschuss für eine 5-wöchige Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Warum gerade Schwarz als Standpunkt? Oder eher Zufall? Ja, schwarze Tirol. Tirol ist wunderschön und als Sänger brauchst du gute Luft, gescheite Luft. Also haben wir gedacht, wir fahren nach Tirol, um die Luft zu schnappen, damit man dann für die 5 Wochen nach kollabieren. Und schwarz, also wir wollen natürlich auch unsere österreichischen Musikfreunde irgendwie zufriedenstellen. Und in Tirol haben wir schon 2 tolle Konzerte, oder mindestens 2. Mindestens 2. Und deswegen war das für uns sehr naheliegend, dass wir daherkommen wollen, und Gott sei Dank immer eingeladen. Und jetzt war es ein schöner Abend. Sehr gut. Ihr tretet gänzlich als A Cappella auf, habt aber doch einige von euch Instrumente gelernt. Gibt es da irgendwie Ambitionen, die mal einzubauen? Ich muss das vielleicht korrigieren. Okay. Wir haben zwar auf unserem ersten Album ganz A Cappella angefangen, haben aber mittlerweile dabei unsere Musik. Wir wollen uns gar nicht festlegen, was wir genau machen. So haben wir jetzt für das neue Album uns eine Band dazu genommen und haben eigene Songs gemacht und haben dann versucht, neue Sounds zu kreieren und uns weiterzuentwickeln. Und deswegen mischen wir immer mehr das A Cappella mit Musik, mit Band, und wir gucken, dass da dann alles mit dabei ist. Und mit diesen eigenen Instrumenten, da kann ich nur sagen, schaut euch die Tour an. Da erlebt man vielleicht die eine oder andere Überraschung in der Richtung. Wenn wir noch gar nicht zu viel verraten. Das muss überraschen auf jeden Fall. Bei euren Auftritten stehen sie immer zu 6 auf der Bühne. Ihr seid aber offiziell zu 7. Ja, das stimmt. Wir haben einen 7. Boxclubber. Das ist der Martin, unser Manager. Also das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt, das ist der Manager. Aber das ist eine Freundschaft, und wir machen zusammen, wir entwickeln Sachen mit ihm, er ist unser 7. Kopf, und mit ihm funktioniert das super, und wir sind ganz froh, dass wir ihn haben, weil sonst wären wir ganz sicher nicht heute Abend. Ja, muss ich ergänzen, eigentlich sind wir ja 8, weil da hinten steht unser Andi, unser Tontechniker, der ist auch. Andi, komm mal vor. Lauf einmal durchs Bild, komm. Das ist der Andi. Stopp. Andi Glöckle wohnt in Neu-Ulfried. Nein, er hat unsere Sounds. Wir werden das vorher beantworten, wir mussten Andi was machen. Also ohne Andi wären wir aufgeschmissen. Deswegen, und er ist immer dabei und ein guter Freund von uns. Also, sehr cool. Ja. Also gibt es keine Ambition, dass der Martin oder der Andi mal mit euch auf der Bühne stehen? Von unserer Seite schon. Er ist nicht auf die Bühne zu bringen. Er ist tief in Planung, aber das verraten wir den beiden noch nicht. Sind die Überraschungsgäste. Wenn hier mal steht, Boxclub und Special Guest, dann wisst ihr schon, das ist ganz exklusiv. Ihr habt so einmal das Album rausgebracht, zu ruhig. Eben. Mit Instrumente diesmal, kein reines A Cappella-Album mehr. Das ist jetzt aber die Boxclub, die Rock Me Tour, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Warum der Überschnitt? Naja, mit Rock Me hat er eigentlich alles angefangen. Diese ganze Lawine, von der ich vorhin gesprochen habe, ich glaube, das hat mit diesem Lied, das hat was bewegt, wirklich Massen. Und
ich glaube, das ist eigentlich noch unser Zugpferd und... Ja, das ist der Song, der uns besonders am Herzen liegt, ja. Oder? Also wenn du mit einem Lied, wenn auf einmal ein Lied so einschlägt, dann kannst du ja nie rechnen. Und damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet. Und dass die Leute so dann nach diesem Lied fragen und auf die Bühne kommt und die Leute mitfeiern und miterleben, dass du dieses Lied machst, dann finde ich, kann man auch eine Tour so nennen. Und damit schön starten. Wobei wir auch kurzfristig überlegt haben, sie anders als geplant, so heißt noch ein Lied von uns auf dem neuen Album zu nennen, weil es tatsächlich anders als geplant war. Das ist immer alles anders. Das ist immer alles anders. Auf eine Möglichkeit. Ja, dann sind wir eh schon durch. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und viel Spaß heute. Danke, danke. Viel Spaß.